Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mass Effect 1 Legendary Edition. Ich versuche jetzt wieder durch diese blöden Bewegungsmelder durchzukommen. Das hat beim ersten Mal irgendwie viel besser geklappt. Da bin ich viel näher rangekommen. Ich werde auf jeden Fall nicht wieder mein Präzisionsgewehr nehmen, weil ich gemerkt habe. Oder kann ich an den Dingern irgendwas. Ne, ist das jetzt der Bewegungsmelder oder nicht? Ach, der hat nur Einzelschuss, die. Ja, aber das ist doch nicht. Das ist die Schrotflinte. Aber ja, die hat nur Einzelschuss. Das ist ja interessant. Schaden pro Sekunde. Ach hier, Schaden pro Sekunde. Kühlkurve, Rezession. Details. Kleiner turianischer Einheit am galaktischen Markt. Okay. Merkwürdig. Egal, aber ich kann nicht dahin und. Mich an den Dingern, die Dinger ausschalten, oder? Nee, je näher ich rangehe, desto. Okay. Es müssten auch bald die ersten Gegner kommen. Okay, das scheint der Weg gewesen zu sein. Jetzt sind wir deutlich näher dran. Ja, es ist ein bisschen blöd, dass man hier quasi nur Einzelschuss hat. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Sind sie denn? Junge, komm doch mal raus. Au! Ja, macht echt viel Schaden, aber. Dass man halt immer nur einen Schuss abgeben kann. Also ich muss jedes Mal, wenn der schießt, drücke ich auf die linke Maustaste. Ne? Also das bin immer ich. Das ist kein automatisches Feuer. Steht aber irgendwie nicht da bei der Waffe, das ist merkwürdig. So, haben wir Blatt gemacht. Ich glaube, hier können wir es ausschalten. Schön, wie einfach das jetzt war, ey. Nein, wieder falsche Taste. Okay, Zündkapseln entschärft. Gehen wir mal rein. Da werden ja wahrscheinlich auch noch Haufen Gegner sein. Ja, wir nehmen aber die Waffen erstmal weg. Perfekt. Oh. Ah, direkt überladen. Jetzt bin ich bereit. Okay. Eine Raketendrohne, da in sich. Okay, so wird's gar nichts, oder was? Und die Tali, die geht schön in den Nahkampf, oder was? Was sind denn die Gegner? Kommt mal her. Okay. Wir haben einen Medigel erhalten von der Drohne? Was ist denn da los? Wenn man gut trifft, dann sind sie schnell tot mit der Waffe, aber man muss halt auch treffen, vor allem den Kopf. Drohne, komm her! Oh, Stufe aufgestiegen mal wieder, nice. Ist er tot? Nein. Sind immer noch zwei. Wie noch eine Drohne? Wie Drohnen gibt es denn hier? Das erste Mal, dass wir Drohnen sehen, dann direkt zu viele.
Ich gehe jetzt einfach hoch, ist mir zu blöd. Es sind noch zwei Stück, aber ich denke, es ist eine Drohne und ein. Oh. Ein Humanoid, ja. Oh Gott, schöne KI wieder. Okay, ja, wenn man sich an das Gewehr gewöhnt und gut zielt, dann ist es gar nicht schlecht. Was hat die noch versorgen? Was habt ihr denn? Waffe wegstecken, Ding ist durch, geklärt. Plus eins Medigel. Also wir spielen hier auf dem größten Schwierigkeitsgrad und wir haben einfach immer viel zu viel Medigel. Das ist irgendwie kein gutes Zeichen. Aber nehmen wir alles. Hallo, ich habe die Waffen weggesteckt. Was ist denn los mit euch? Also nicht die Waffen, sondern die Waffe. Abschalten bitte. Sind Sie da? Sie müssen sich beeilen. Sie haben sie ernsthaft sauer gemacht. Ihr Anführer bringt überall Sprengladungen an. Ich glaube, er will die ganze Anlage hochjagen. Verschwinden Sie da! Nicht schießen, bitte! Wer schaltet die an? Ich werde sie nicht nochmal fragen. Finde das Problem und behebe es. Raus mit dir! Die hätte doch einfach sagen können, dass wir das waren. Dafür musste doch der Typ nicht sterben. Ist doch scheißegal, ob die das wissen. Also, die müssen da trotzdem mich so oder so aufhalten. Egal, ob die jetzt sagt, hier einer von der Allianz oder die können einfach nur sagen, sie weiß es nicht so genau, halt so ein Typ. Naja, auf jeden Fall hätte sie ja was sagen können. Also, das war ja Quatsch jetzt. Das war ja richtiger Quatsch, das nicht zu sagen. Hauptsache, der stirbt oder was? Die wollten es wohl ein bisschen dramatischer. Aufenthaltsraum. Irgendwie schon merkwürdig, dass wir die ganzen Sachen klauen, aber vielleicht leben die Leute auch einfach nicht mehr, die dafür zuständig waren. So, wir können ja mal ganz kurz durchschauen, ob es irgendwas Interessantes gibt. Sieht nicht so aus. Nein. Halt, zurück, abbrechen! Oh, jetzt habe ich's. Ich glaube, wir müssen warten, bis wir mindestens eine Stufe 5 Sachen bekommen, sonst ist es egal. Und wir sind mal wieder aufgestiegen. Es geht echt so schnell in dem Spiel. So, was wollte ich jetzt machen? Sturmgewehr, Präzisionsgewehr ist immer noch egal, nehmen wir immer noch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter auf Gesundheit und regeneriert 4 Gesundheit pro Sekunde. Das gefällt mir gut. Haben wir das erstmal auf dem aktuellen Maximum? Ashley Williams, was sollten wir da machen? Kampfpanzerung auf Maximum. Dann erhöht Waffenschaden, erhöht Nahkampfschaden. Ich glaube, die kämpft auch am meisten mit dem Sturmgewehr. Gehen wir da mal rein und Tali. Dechiffrierung, Hacken, Basispanzerung. Ich glaube, da wollten wir erstmal. Ach ne, Elektronik auf Maximum und dann Basispanzerung. So. Gut, weiter geht's. Auf zum nächsten Fusionsantrieb. Ich weiß gar nicht, ist der nächste Fusionsantrieb der nächste interessante Punkt auf der Karte oder war das was anderes? Ach so, ja. Wir müssen erstmal rausgehen, um die andere Karte sehen zu können. Das ist wieder genau der gleiche Raum, nur ein bisschen anders eingebaut, also zugebaut mit Kisten. Auf jeden Fall interessant, dass das immer eigene Ladeabschnitte sind und die nicht ineinander übergehen. Aber ist vielleicht auch einfach der des Alters des Spiels geschuldet. Schade, dass wir nicht mit einem Pfiff wie unser Pferd bei Witcher 3, dass wir nicht einfach wie bei Plötze unser Markus rufen können, bis wir da wieder hinlaufen. Da ist es. Und der nächste Punkt ist
die Hauptanlage, aber wir müssen wahrscheinlich... Macht vielleicht doch mehr Sinn, zuerst den Fusionsantrieb abzuschalten, weil hier warten dann auf Garantie die Batterianer auf uns, der Chef. Also gehen wir jetzt erst hier hin, dann gehen wir zum zur Forschungsstation 2 und dann gehen wir zur Hauptanlage. Ich denke, das ist ein logischerer Punkt. Ich hoffe mal, wir können die Frau befreien, die stirbt nicht auch noch. Die gute Kate, die quasi das Leben eines anderen sinnlos geopfert hat, nur damit die nicht wissen, wer die Anlage ausschaltet. Was ich, wie gesagt, als dumm empfinde, weil die müssen mich ja so oder so aufhalten. Ist ja egal, ob die wissen, wer ich bin. Das ändert ja nichts. Wir versuchen mal wieder, na wobei, komm, wenn wir jetzt hier so eine offensichtliche Möglichkeit haben, drum herum zu fahren. Es geht natürlich einen Tick schneller, aber es könnte sein, dass wir trotzdem hier hoch müssen. Ah, da sind wir schon. Diesmal ohne diese nervigen Sprengsätze. Guckt mal bitte raus, Türme. Guckt mal raus. Kommt mal raus. Macht auf. Ich will nicht gegen alle auf einmal kämpfen. Mach das Ding runter. Na also. Wenn wir so nah dran sind, trifft auch unsere Gatling Gun viel besser. Will nicht. Runter mit dir. Komm schon. Komm schon. Na toll, jetzt natürlich. Nein, das ist doch... Oh nein, ich habe wieder nicht gespeichert. Oh, ich bin doch mal Vollidiot. Oh, fuck. Wie kann ich das denn immer vergessen? Oh nein, wir müssen den ganzen Kampf nochmal machen. Oh Gott, ist das schlimm. Oh nein, automatisches Speichern. Oh, I love you. Oh, das hat mich gerettet. Oh, automatisches Speichern. Oh, I love you. Automatisches Speichern. Oh, zum Glück, wir müssen nicht den ganzen Kampf nochmal machen. Automatisches Speichern. Oh, bin ich froh. Oh, aber was war denn jetzt los? Wo waren wir denn so schnell tot? Was ist denn da los? Also manchmal verstehe ich hier diese Schadens... Wie sagt man? Die Schadensberechnung nicht so richtig bei dem Spiel. Aber dass es ein bisschen buggy ist, das habe ich ja schon gemerkt. Also manchmal hat man hier einfach... Bekommt man hier einfach wahrscheinlich aufgrund des Schwierigkeitsgrads Wahnsinn plötzlich so viel Schaden ab, dass ich mich frage, hä, wo ist denn der vorher gewesen? Okay, also das hat mir von der Seite dahingehend anzugreifen nicht so richtig gefallen. Wir versuchen jetzt mal hier rüber zu fahren und gucken, ob wir da einen besseren Angriffswinkel sehen. Und ich hoffe, ich denke daran, vorher mal auf F5 zu hämmern und zu speichern. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh, wieso? Das ist mir doch am Anfang des Spiels auch nicht so oft passiert. Ich meine, okay, da bin ich auch nicht so oft gestorben. Jetzt sterbe ich schon... häufiger mal, weil, wie gesagt, die Schadensberechnung teilweise ein bisschen merkwürdig ist. Aber trotzdem, muss man häufiger speichern, verdammt. Wie gesagt, gerade dieses F5 ist das so schnell gedrückt. So. Oh, hier ist ja auch noch ein Turm. Also das ist auf jeden Fall sehr gut geschützt, dieser Fusionsantrieb. Geh auf. Hallo, ich stehe genau über dir. Wir treffen von hier nicht mehr. Wir können nicht ganz so weit nach unten zielen. Jetzt geh verdammt nochmal nach unten. Na also. Ich muss versuchen, dass mich nicht alle auf einmal treffen können. Hey, ich bin so nah dran. Gehen denn die Geschütztürme? Jetzt. Jetzt gehen sie schon wieder hoch, mein Gott. Geh wieder runter. Okay.
Okay. Na also, das war doch viel einfacher. Speichern. Kommt mir das nur so vor, dass hier die Anlage viel kleiner ist. Oh, hier ist noch irgendwo einer. Auf dem Weg. Speichern. Haben wir... Jetzt. Ah, mein Gott. Come on. Ich versuche mal ein bisschen taktisch vorzugehen, auch wenn es recht schwierig ist in dem Spiel, weil alle sich ein bisschen dumm anstellen. Also KI einfach. Verbündete KI und Gegner-KI gleichermaßen. Ja, Wahnsinn, Schwierigkeitsgrad. Ich muss nichts machen, außer einfach stehen bleiben und jeden abballern, der an mein Sichtfeld kommt. Ich bin unterwegs. Glaube, Mass Effect 2 ist dann deutlich ausgereifter, was das Kampfsystem angeht. Aber ich bin natürlich auch einfach gut mit meinen ganzen Headshots etc. Das darf man auch nicht vergessen. Ich bin einfach zu gut. Die Alten, der wirkt sich gar nichts aus. Und wirklich schnell sind sie auch nicht. Ich glaube, zwei Schuss tot. Na komm. Komm her. Kommt der denn her? Ist er schon tot? Ja. Ich glaube, das war's sogar schon. Ich glaube, oben ist keiner mehr. Hä? Das ging ja schnell und einfach. Da war auf jeden Fall der vorhergehende Antrieb war meiner Meinung nach innerlich besser geschützt, aber äußerlich nicht so gut. Klingt irgendwie merkwürdig. Also innen waren halt einfach mehr Gegner. Oh, war da in Stufe 5 dabei? Habe ich das gerade richtig gesehen? Diesmal kommt keine Nachricht von Kate. Kein gutes Zeichen. Ach so, stimmt. Sie ist ja gerade in Gefangenschaft. Da kann sie natürlich keine Nachrichten verschicken. Gut, dann. Ach, ich wollte schon wieder außerhalb der Map, auf der wir uns gerade befinden, was markieren. Das geht natürlich nicht. Bleiben Sie da stehen. Das hier muss nicht in einem Blutbad enden. Sprechen. Keinen Schritt näher. Wir können das auf die harte Tour machen oder wir können das friedlich lösen. Ich wusste gar nicht, dass ihr Batterianer die Bedeutung dieses Wortes kennt. Hey, ich mache hier nur meinen Job. Diesen Felsbrocken zu kapern war nicht meine Idee. Ich hatte mich verpflichtet, um ein wenig Geld zu verdienen. Nur ein paar Sklaven. Hier geht es nicht mehr nur um ein paar Sklaven. Millionen Menschen werden sterben. Glauben Sie, ich wüsste das nicht? Ich befolge hier nur meine Befehle. Würde es nach mir gehen, wären wir längst verschwunden. Es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch immer gehen. Wohl nicht. Balak würde mich bei lebendigem Leib häuten und meine Haut aus lauter Boshaftigkeit verkaufen. Irrer Bastard. Diese Mission ist ein reines Fiasko und ich werde dafür büßen müssen. Warum hören Sie dann noch auf ihn? Gute Frage. Seit wir gelandet sind, habe ich ein ungutes Gefühl. Und jetzt will Balak ihren Tod. Und was Balak will, bekommt Balak auch. Ich kann nichts daran ändern. Wollen Sie denn immer nur der Zweite in der Befehlskette sein? Bringen Sie mich hier raus, dann werde ich mich um Bala kümmern. Dann sind Sie es, der die Befehle gibt. Ja, interessantes Angebot. Hat definitiv seine Vorteile gegenüber der derzeitigen Situation. Abschalten. Das ist jetzt Balaks Problem. Ich hoffe, Sie sind mit der Waffe ebenso schnell wie mit Ihren Versprechungen. Um unser beider Willen. Balak wird bekommen, was er verdient hat. Und das werden Sie auch, wenn ich Sie jemals wieder in menschlichem Territorium erwische. Alles klar soweit? Voll und ganz.
Balak hat sich in der Hauptanlage verkrochen. Sie werden das hier brauchen, um reinzukommen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Er ist ein hinterhältiger Bastard. Gehen wir. Wir verschwinden von diesem Felsbrocken. Sehr gut. Das hatte ich doch gehofft, dass wir da mit einem kleinen, netten Gespräch und etwas Überzeugungskraft, weil wir ja rhetorisch so bewandert sind, ihn da überzeugt bekommen, von uns abzulassen. Und er wäre natürlich einfach gestorben. Ich meine, im Endeffekt haben wir ja sein Leben gerettet. Hier, Raptor 5, sage ich doch. Nummer 5, das gucken wir uns mal an. Sturmgewehr Raptor 5 ist aber halt trotzdem schlechter. Es kann natürlich sein, dass dadurch, dass mit den Waffen wieder Dauerfeuer möglich ist, das halt ein Tick geiler sein kann, je nach Kampfsituation, aber besseres Präzisionsgewehr, Schaden pro Sekunde 175, aber halt immer noch deutlich schlechter als unser Maschinengewehr. Ich weiß halt nicht, ob das so gedacht ist, so von wegen, ja, man kann halt mit dem Präzisionsgewehr von weiter weg schießen und deswegen macht man nicht so viel Schaden, aber eigentlich ist es ja immer genau umgedreht, dass man kann von weiter weg schießen, aber halt nicht so oft, man kann nicht mit das im Nahkampf gut verwenden und es macht aber massiv Schaden. Das sind ja eigentlich Präzisionsgewehre, deswegen verstehe ich nicht, warum die das hier in dem Spiel mehr oder weniger anders machen. So. Fahren wir noch schnell zu der Forschungsstation, das heißt, wir machen die Aufnahme ein paar Minuten länger. Und heben uns dann für die nächste Aufnahme das Hauptgefecht auf. Ich muss zugeben, diese Situation jetzt gerade mit dem Typ, wo wir abgesprochen haben, hey, hier, verpiss dich mal, oder dafür bringen wir dich nicht um, oder wir müssen nicht gegeneinander kämpfen, die hat mich doch ein bisschen... Also ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich es vielleicht doch schon gespielt habe, also diesen Sidequest. Weil das kam mir irgendwie bekannt vor, aber es kann natürlich, wie gesagt, ist 15 Jahre her, das kann auch sein, dass es mir aus anderen Gründen bekannt vorkommt und ich es noch nicht gespielt hatte, diese Sidequest. Das kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen, ist ja auch nicht so wichtig. Es ist fast wie ein Blind-Let's Play. Es ist fast wie ein Blind-Let's Play und natürlich wird auch diese Person tot sein, leider Gottes. Okay, hier ist gar keine Person. Vielleicht hätte ich ja wegrennen können. Schwere Dechiffrierung. Na, da bin ich mal gespannt. War die schwer. Oh, einiges an Kohle drin. Letzter Eintrag, Forschungsstation 2, protokolliert vom Forschungsleiter R. Montoya. Ach, dieser Leiter, den haben wir ja gesehen, also er ist mittlerweile, glaube ich, tot. Es ist der erschossen wurde, glaube ich. Die Kommunikation ist abgerissen und in der Nähe der Hauptanlage landen unbekannte Shuttles. Am Horizont waren Lichtblitze zu sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze, die stammen von schweren Geschützen. Ich werde jetzt gemäß der Notfallvorschriften die Abwehrdrohne scharf machen. Ich werde nicht auf meine Abholung warten. Ich werde die Sache nachgehen. So. Oh, was ist hier los? Ach, das sind die Abwehrdrohnen, na toll. Okay, ich wurde gerade wieder komischerweise auf den Desktop gefeuert, aber beim letzten Mal, als das passiert ist, ist die Aufnahme dann ja auch einfach weitergelaufen, problemlos. Fußabdrücke untersuchen. Ich sehe ja gar keine Fußabdrücke, verdammt! Eindeutige Fußabdrücke im Staub führen nach Osten. Nach Osten? Also wenn wir davon ausgehen, dass hier immer oben Norden ist, dann müsste ja hier Osten sein und hier müsste Westen sein und hier müsste Süden sein. Also müssen wir quasi in die Richtung hier laufen, oder was? Moment, ist... Hä? Es ist immer noch eine Drohne da. Es fühlt sich fast an wie so eine Mischung aus. Also es fühlt sich einfach an wie ein normales Gewehr durch diese Einzelschüsse. Ja, das heißt, wir müssen einfach mal in die Richtung da fahren. Haben wir uns jetzt hier alles angeguckt gehabt? Ja, ne? Wo ist denn unser Gefährt? Da. Dann fahren wir mal schnell nach Osten. Mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Aber eigentlich, den haben wir doch schon getroffen gehabt, oder? Den Chef der Station. Da kommen wir doch einfach zur Hauptanlage. Ach nee, da. Gehen los. Leiche von Ermann Teuer. Also war das doch jemand anderes, den wir da gesehen hatten.
Allem Anschein nach starb er durch einen einzelnen Schuss, der seinen Helm durchschlug, wahrscheinlich von einem batarianischen Scharfschützen. Wer ihn auch getötet hat, machte sich nicht mal die Mühe, seine Leiche zu durchsuchen. Er hat noch Ausrüstungsgegenstände bei sich. Juhu! Universalwerkzeug. Okay, dann haben wir es jetzt aber geschafft. Das heißt, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Wir speichern mal regulär. Vielen Dank. Level 5, Level 5, Level 4, Level 5. Nichts Geileres. Schauen wir mal kurz bei den anderen vorbei. Level 5 ist deutlich besser. Dann geben wir ihr das mal. Level 5 ist deutlich besser. Oh, Level 4 ist deutlich besser. Level 5 ist deutlich besser. Okay. Das Universalwerkzeug Level 5 ist wohl nicht besser, oder was? Nur besser in Medizin-Nachladebonus. Nein, das lohnt sich nicht. Okay. Jetzt speichern wir aber. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. War wieder mal eine irgendwie verrückte Folge. Oh, ich muss gehen, sorry. Oh. So, dann wünsche ich euch noch was. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Ich liebe euch alle. Bleibt treu mir. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, kein Video verpassen, kommentiert und ja, Daumen nach oben, damit man euch loben. Bleibt cool, euer Paxis.